Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das lang ersehnte Video, was ich mal geplant habe, ist endlich mal in Angriff genommen. Denn ich habe mir gedacht, heute werde ich euch meine aufgebrauchten und aussortierten Produkte zeigen. Genau. Ich hatte ja eine Kiste unten in meinem kleinen Türmchen. Und da habe ich ja dann halt die ganzen Produkte reingeschmissen, die ich nicht will oder die halt ausgetrocknet sind oder die ich aufgebraucht habe und aussortiert habe. Und die war jetzt so gut wie mega voll. Und dann dachte ich mir, komm, drehe ich jetzt mal das Video. Und ja, wir fangen an. Ich habe jetzt hier auch eine Tüte, weil ich werde jetzt auch sowieso einiges gleich rauswerfen. Und das ist ein bisschen hier einklemmen. Jo. Genau. Und ja, ich zeige euch jetzt mal die Produkte und wir beginnen jetzt einfach mal. Und zwar habe ich hier zwei aussortierte Lippenprodukte dabei. Und zwar einmal von Catrice der 060 und Juicy. Das ist ja diese krasse Farbe gewesen. Ich hatte das damals gekauft, als ich bei Halloween einen Look kreiert habe. Und ich habe das jetzt lange nicht mehr benutzt. Und mir noch einmal, glaube ich, oder so nochmal aufgetragen. Und ich fand, dass das nicht mehr so toll bei mir aussah. War nämlich ein sehr, sehr kräftiges Orange. Und da dachte ich mir, komm, schmeiße ich die jetzt weg. Also aussortiert. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Oder ich gehe mal ein bisschen näher ran. Aber nicht wirklich viel, aber okay. Dann habe ich ein Lippenstift aussortiert, und zwar Parisienne von Rival de Loupe. Das ist dieser komische Rosé-Ton und ich fand den jetzt im Laufe der Zeit auch nicht mehr so schick auch für die Lippen. Das sah wirklich sehr tot aus und so komisch auf den Lippen und da habe ich gedacht, komm, schmeiße ich den auch weg. Dann habe ich aufgebraucht und teilweise waren die auch ausgetrocknet. Das ist zum einen von Catrice der Lashes to Kill False Lashes Mascara. Und da kriege ich auch nicht wirklich was raus, ist nämlich ausgetrocknet. Ne? Und ein bisschen verklumpt. Und dann habe ich meine Lieblingsmascara aussortiert und war auch jetzt leer von Astro Long Life Waterproof Mascara. Weil da hast du auch nicht mehr so viel Farbe abbekommen und deswegen ja, habe ich das dann halt aussortiert. Und ist dann halt auch zum Teil aufgebraucht. Dann habe ich aussortiert einmal zwei Kajale. Die sind zum Teil auch ausgetrocknet und auch leer. Der hier ist leer. Den habe ich aufgebraucht und den... Da ist noch was drin, aber ich kann damit nicht mehr wirklich arbeiten, weil die sehr ausgetrocknet waren und deswegen kommen die weg. Das war einmal Gold Shatterhand und einmal Karate with Bronze Lee. Das hätte ich keine Kajale. Dann habe ich aussortiert einmal von Stay No Matter What von Essence diese Stifte. Zum Teil sind die auch aufgebraucht, aber auch nicht mehr so wirklich brauchbar. Jedes Mal, wenn ich angespitzt habe, fiel diese Mine immer runter. Und das fand ich dann auch nicht gut. Das war Twinkly Turquoise.
dann ist mir hier dieser Stift hier durchgebrochen. Das war George's Grey. Also da kann ich echt nicht mehr viel mit anfangen. Dann einmal Cat Keeper, da war auch diese Mine runtergerutscht und auch wenn ich die angespitzt habe, rutschte die immer wieder runter. Deswegen weg damit. Dann habe ich aussortiert einmal von Revival de Loop Mystic Brown und Light Plump. Da waren diese cremigen Konsistenzen auch nicht mehr so schön und vor allen Dingen, das tat mir auch sehr weh am Auge, wenn man da so ein bisschen drauf gearbeitet hat und deswegen kommen die auch schon mal weg. Dann habe ich aussortiert einmal die Allround Concealer Palette. Hier habe ich schon diese drei Farben aufgebraucht und auch aber die hier zum Beispiel und die habe ich nicht mehr so häufig verwendet, deswegen kommt die dann auch weg. War aber in Ordnung. Dann habe ich einmal von Manhattan und von Art Deco eine Probe aufgebraucht als Foundation. War mal in einer Zeitschrift drin oder halt im Kalender und oder hier in der Post, ne? Da habe ich das dann halt benutzt. Da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Hier weiß ich ungefähr, das war in Ordnung. War eine, konnte man sehr gut verteilen und aber in der Originalgröße habe ich es mir nicht gekauft, weil ich zu viele Foundation-Produkte habe und das ist die 04 Natural. Das hier war die 32 Classic Ivory. Das war ja wesentlich dunkler. Das konnte ich auch nicht so wirklich gut verblenden. Aber mal schön, das zu testen. Dann habe ich noch ein Pröbchen oder ein Kalenderprodukt. Das war die 020. 020 Dior Skin Forever oder so? Keine Ahnung. Steht hier kein Name drauf. War auf jeden Fall eine Foundation. War auch in Ordnung gewesen. Konnte ich auch sehr gut mitarbeiten. Ja. Mal schauen, ob ich es mir vielleicht holen werde irgendwann oder nicht. Man wird sehen. Dann habe ich noch eine Probe aufgebraucht von der Deco Skin Perfection Make-up Base. Das habe ich aber ausgedrückt und quasi aussortiert, weil es war sehr, sehr krümelig. Wenn ich diese Silikonbasis aufgenommen habe, dann hat es so ein bisschen gebröckelt, geklebt und das fand ich nicht gut. Deswegen habe ich es aussortiert oder beziehungsweise ausgedrückt. Dann habe ich einmal aussortiert diese zwei Ebeling-Schwämmchen. Damit habe ich immer wieder mal versucht, mich abzupudern, aber irgendwie kam ich damit überhaupt nicht zurecht, deswegen aussortiert. Dann nehme ich lieber Pinsel. Dann ein kleines Schwämmchen, das sollte eigentlich so ein Gesichtsmassage-Pad sein, oder ich habe das mal für die Pinsel benutzt, fand ich auch in der Zeit jetzt zum längeren Benutzen unpraktisch. Ich habe ja jetzt ein größeres Schwämmchen. Habe ich, glaube ich, unten liegen. Oder hier oben irgendwo. Ich muss mal gucken gleich. Auf jeden Fall habe ich das auch aussortiert. Dann aussortiert eine Nagelfeile, weil die nicht mehr so gut funktioniert. Ich habe jetzt eine neue von Evelyn. Das weiß ich gar nicht, woher ich das hatte. Hier steht Solingen drauf. Ja. Aber das hier ist jetzt halt von Evelyn, eine neue.
Dann habe ich einmal aufgebraucht von L'Oreal Revitalift Magic Bleu. War auch in Ordnung. Ich habe jetzt hier keine Make-up-Basis. Ich weiß aber nicht, was runtergefallen, sorry. So. Ich weiß aber gar nicht, ob ich jetzt noch eins hier im Schrank habe, werde ich aber vielleicht nochmal dazulegen. War eigentlich ganz in Ordnung. Habe ich mit einer hauchdünnen Schicht immer mal wieder so aufgetragen. War ebenmäßiges, hat einen ebenmäßigen Effekt gemacht. Fand ich gut. Würde ich mir auch mal irgendwann wieder nachkaufen. Dann habe ich aussortiert einmal von Revival de Luft diese drei Lip Liner. Nach mehreren Benutzen fand ich den Auftrag nicht mehr so toll und die Farbe stand mir nicht mehr so wirklich. Und es war auch teilweise auch ausgetrocknet, die Minen. Da habe ich einmal aussortiert, einmal Scarlet, einmal Biscuit und einmal Plump. Und ja. Aussortiert ist aussortiert. Ich habe ja auch noch jede Menge von solchen Lip Linern noch da. Also nicht. Da habe ich ein paar von und dann habe ich noch ein paar andere. Ja. Aber das macht mir gar nichts. So. Das ist die Tüte auch schon wieder brechend voll. Dann habe ich einmal aussortiert so ein Pinselchen, wo man halt die Wimpern so ein bisschen bürstet und die Augenbrauen bürstet. Kam ich auch nicht wirklich zurecht und sowas mache ich auch nicht wirklich, weil ich bin mit meiner Augenbraue eigentlich ganz zufrieden. Ist so Zeitverschwendung sozusagen. Dann einmal aufgebraucht Color Correcting Pen für Lackierfehler von P2 habe ich aufgebraucht. Und die Mine ist auch ausgetrocknet, kommt auch weg. Und ein Nail Thinner habe ich immer mal wieder benutzt gehabt, um ein paar Nagellacke zu retten. Ist jetzt auch aufgebraucht. Jo. Kann ich auch nicht viel meckern. Dann habe ich einmal aufgebraucht, das war glaube ich in meinem Kalender drin, Adeco All-in-One, ein multifunktionaler Lack mit 7 Eigenschaften. Ich habe das einfach als Unterlack und Überlack benutzt, deswegen ist der auch sehr schnell leer geworden. Fand ich auch in Ordnung, ne? Aber ich finde immer noch am besten von Sally Hansen das Insta-Try. Finde ich wirklich super. Also brauche ich nicht noch so einen Klarlack. Dann habe ich einmal aufgebraucht von den genannten. Genau, das war aufgebraucht. Muss ich einmal gucken. Nee, den habe ich aussortiert. So. Dann habe ich einmal aufgebraucht diese Nagellacke. Den hier habe ich aufgebraucht, beziehungsweise da kam auch nichts mehr wirklich an dem Pinsel dran. Das war die 500 Eternal, das war so ein Schwarz. Und dann habe ich die Tage das Rot aufgebraucht, da kam auch nicht wirklich viel auf dem Pinsel. Und das war auch teilweise auch sehr klumpig, das war die 221 Charismatic. Die habe ich dann weg und dann aufgebraucht habe ich vom P2, der ein Refill-Gel zum Auffüllen von Gel und Kunstfingernägeln. Aber das habe ich immer als Über- und Unterlack benutzt. Ja, fand ich auch in Ordnung. Dann aussortiert habe ich einmal diese Nagellacke hier. Die waren damals in meinem Koffer drinne und ich fand den Auftrag nicht mehr so schön. Es war sehr durchsichtig. Und ich musste 3, 4, 5 Mal drüber lackieren. Und ja, dafür habe ich nicht immer viel Zeit. Und deswegen
habe ich die jetzt einfach mal aussortiert. Dann einmal aussortiert habe ich diesen hier von Catrice. Das war ein Opera Topcoat. Fand ich schrottig. Also meiner Meinung nach. Weil erstmal ist es sehr, sehr, sehr flüssig. Ja. Dann, wenn man das auf den Nagel aufgibt, dann verschmiert man sich den kompletten Nagel voll. Und wenn ich jetzt verschiedene hellere Nagellacke auftrage, dann habe ich überhaupt keinen Effekt gesehen. Egal wie lange ich damit gearbeitet habe. Und deswegen, ich brauche eigentlich so einen Ombre-Effekt-Look nicht. Und ich finde diese Nagellacke, die ich besitze, so schön, wie sie sind. Und ja, kann ich auch echt nichts sagen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Nagellack habe, der langweilig aussieht, kann ich immer noch einen Crackling-Topcoat aufsetzen, einen Glitzerlack oder was auch immer, ne? Und den hier, das war eine Fehlinvestition und ne, würde ich auch nicht weiter empfehlen, wenn es die noch gäbe. Dann habe ich einmal aussortiert von P2 einen Crackling-Topcoat. Das war Silver Blast, die Farbe. Und wie ihr seht, das ist zum Teil aufgebraucht, aber auch unten die Masse ist sehr dickflüssig und da kann man auch nicht mehr sehr schön lackieren. Also da kommt kein vernünftiger Crack raus und deswegen habe ich den aussortiert. Dann aufgebraucht habe ich eine Palette. Habe ich aber schon sehr, sehr lange. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie die hieß. Das war von Manhattan eine Perfect Eye Palette mit Weiß, Silber und Schwarz. Ja. Das war, glaube ich, einer der ersten Paletten, die ich aufgebraucht habe, weil ich die auch schon sehr, sehr, sehr lange habe. Dann habe ich einmal aufgebraucht von ein Blush, also ich habe die wirklich aufgebraucht, von Essence, der Baby Doll. Dann, der war wirklich sehr schön. Dann habe ich einmal ein Puder aufgebraucht, der hieß Delicate Blossom. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, war das ein Puder, war das ein Highlighter? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil der ist schon sehr lange in meiner Sammlung. Ich denke mir mal, das war gut, sonst hätte ich den nicht aufgebraucht. Jo. Aber ich kann echt nicht meckern über die gesamten Produkte. Also es ist schon sehr, sehr, sehr voll. Ja, meine Lieben, das war's mit meinem aufgebrauchten und aussortierten Produkte. Ich bin mal gespannt, was sich dann so in den Laufe der Zeit wieder ergibt. Und wenn das halt wieder sehr übermäßig voll wird, dann drehe ich nochmal das Video. Ja, und ich würde mal sagen, das war's. Ich habe, glaube ich, jetzt kein Video so, was ich heute planen könnte. Get Ready With Me werde ich dann planen irgendwie. Muss ich mal gucken. Und ja, jetzt mache ich weiter mit meiner Aufräumaktion und bisschen sauber machen, Müll rausbringen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss!